Hallo, ich begrüße Sie heute zu einem Sonderthema zum Immobilienrecht in Spanien und zwar Kauf einer Eigentumswohnung. Was muss ich da Besonderes beachten und wo liegen Risiken, die ich unbedingt ausschalten sollte? Schauen Sie sich das Video an. Hallo und ich begrüße Sie zu dem Video, das Ihnen erklären soll, auf was man besonders in Spanien beim Kauf einer Eigentumswohnung achten sollte. Und da gibt es einige Besonderheiten, die man im Auge haben muss. Natürlich will ich hier nicht wiederholen und da haben Sie hoffentlich meine anderen Videos zu dem Thema Immobilienerwerb schon gesehen. Auf die verweise ich jetzt hier diskret sozusagen. Die muss man natürlich alle auch abprüfen. Das sind Dinge, ich sag mal hier nur einfach nur mal oberflächlich, das ist die Bewohnbarkeitsbescheinigung, die Cédula de Habitabilidad, Energiezertifikat und den Grundbuchauszug natürlich auch. Aber jetzt geht es heute nur mal um die Eigentumswohnung. Was gibt es hier Besonderes zu beachten? Erstens, auch in Spanien wie in Deutschland gibt es ein Wohnungseigentumsgesetz, das Ley sobre Propiedad Horizontal, das hier anwendbar ist, das im Grunde genommen alles regelt, was damit zu tun hat. Auch das Thema Eigentümergemeinschaft spielt da natürlich mit rein, wie das abzuwickeln ist. Aber der erste wichtigste Punkt, auf den man achten muss bei einer Eigentumswohnung, die es naturgemäß bei einem Haus nicht gibt, ist nämlich die Abgrenzung zwischen dem privaten Eigentum, dem Sondereigentum, wie es im deutschen Recht heißt, und dem gemeinschaftlichen Eigentum. Und wo finde ich das? Da gibt es in Spanien wie in Deutschland die sogenannte Teilungserklärung, auf Spanisch División Horizontal. Das ist eine notarielle Urkunde, mit der der Bauherr, der Bauträger, derjenige, der das Gebäude baut, diese Aufteilung vornimmt. Und dort ist diese Aufteilung zwischen Sondereigentum und dem gemeinschaftlichen Eigentum genau beschrieben, damit man auch genau weiß, wo kann ich nur alleine hin, was gehört mir alleine und wo muss ich die Nutzung mit anderen Miteigentümern teilen. Aber da können noch andere Sachen drinstehen. Zum Beispiel könnte es sein, dass sich der Bauträger vorbehalten hat. Sie haben ein Dachgeschoss und dann steht da drin, auch der Bauträger darf noch mal 2 Stockwerke draufsetzen oder ein paar Einheiten dranhängen. Also das lohnt sich schon, sich das genau anzuschauen. In Spanien gibt es kein eigenes Wohnungsgrundbuch wie in Deutschland, sondern im Grundbuch wird alles nacheinander schön eingetragen, von der Teilungserklärung bis zu den einzelnen Wohnungen und deren Weiterverkauf. Kommen wir zu einem anderen Punkt, der auch besonders wichtig ist. Die meisten Eigentumswohnungen, nicht unbedingt alle, haben einen Abstellraum und einen Parkplatz, der irgendwo anders natürlich im Gebäude untergebracht ist, ja nicht in der Wohnung. Und da ist es natürlich so, dass der oft in dem Grundbuchauszug der Wohnung mit erwähnt und quasi mit abgefrühstückt wird, textweise. Aber in anderen Anlagen ist es so, dass der Abstellraum und auch der Parkplatz, auch wenn es nur kleine Einheiten sind, in einem eigenen Grundbuchblatt untergebracht sind. Das bedeutet, man muss sehr genau prüfen, dass man auch diese Einheiten mit erwirbt. Sonst könnte es sein, dass man nur die Wohnung kauft, nicht aber den Parkplatz und nicht den Abstellraum. Ein weiterer Punkt, der geprüft werden muss, das ist die Satzung der Eigentümergemeinschaft, die Estatutos. Die stehen übrigens auch im Grundbuch, aber nicht bei jeder einzelnen Wohnung, sondern da wird verwiesen auf die Teilungserklärung. Da sind die dann meistens mit drin. Im Grundbuch stehen sie in jedem Fall, denn jeder Eigentümer unterwirft sich ganz zwangsläufig dieser Satzung. Und deswegen sollte man die kennen, damit man weiß, welche Rechten und Pflichten man hat. Und die basiert natürlich weitgehend auf dem Ley sobre Propiedad Horizontal und übernimmt weitgehend meistens die Regelungen, die dort drin sind. Möglicherweise gibt es auch neben der Satzung der Eigentümergemeinschaft noch eine Hausordnung. Da kann dann drinstehen, ob die Markisen grün, blau, gelb oder gemustert sein dürfen, wer wann den Tennisplatz oder den Pool benutzen darf. Das sollte man sich auch anschauen. Ändern kann man da allerdings kaum was oder verhandeln schon mal gar nicht. Aber zurück zu den Protokollen der Eigentümergemeinschaft. Die sollte man sich deswegen anschauen, weil das zum einen oft, wenn man die liest, so ein bisschen den Eindruck gibt, wie denn die Stimmung in dieser Eigentümergemeinschaft ist, ob die Leute sich vertragen oder ob da Krach ist, ob die alle pünktlich ihr Wohngeld bezahlen, ganz, ganz wichtig, ob Rücklagen existieren oder umgekehrt, ob vielleicht höhere
Investitionen bald anstehen, weil die Fassade zum Beispiel neu gemacht werden muss und dort Ratenzahlungen der Eigentümer in Zukunft abgefordert werden, die sogenannten Deramas. Und dass man an den Sitzungen teilnehmen soll, versteht sich von selbst. Dazu rate ich dringend. Zur Not gibt man halt einem Freund oder einem Miteigentümer eine Vollmacht, die ausnahmsweise mal ganz anders als sonst im streng formalen spanischen Recht nicht notariell sein muss. Die kann auch privatschriftlich sein. Endlich braucht man mal keinen Notar für irgendwas. Die finden meistens statt, die Eigentümerversammlung, am Pfingsten, weil da die meisten Eigentümer da sind und sind meistens oder können durchaus manchmal aufregende Angelegenheit sein, diese Eigentümerversammlung. Deswegen, auch wenn ich dieses Video hier präsentiere, bin ich nicht sehr daran interessiert, beauftragt zu werden, an einer Eigentümerversammlung teilzunehmen, um es mal ganz, ganz diskret zu sagen. Daraus ergibt sich im Übrigen auch aus den Sitzungen der Eigentümergemeinschaft das jährliche Wohngeld, das also zu zahlen ist für die Umlagen. Die können ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie groß die Anlage ist, Gartenpflege, Bewässerung, Pool, Tennisplatz und so weiter. Und das ist regelmäßig zu zahlen. Und ist zu zahlen von jedem Eigentümer im Verhältnis zur Miteigentumsquote, eine ganz wichtige Zahl. Die steht auch schon im Grundbuch Auszug drin, denn damit zahlen Sie dann jeweils monatlich oder halbjährlich Ihr Wohngeld. Damit da auch nichts passieren kann, wenn Sie kaufen, muss der Verkäufer eine Bescheinigung der Eigentümergemeinschaft vorlegen, dass keinerlei Rückstände bestehen. Denn, und das ist ganz wichtig, die Wohnung haftet auch 3 Jahre lang für die Altschulden, auch möglicherweise Ihres Verkäufers. Sie können sich da gerne an den Verkäufer wenden, aber letztlich haftet für die Eigentümergemeinschaft die Wohnung. Also ein weiterer Grund, genau darauf zu achten, dass alle Zahlungen wirklich pünktlich geleistet wurden. Und noch ein wichtiger Punkt in dieser Hinsicht ist, wer nicht pünktlich und nicht vollständig bezahlt, hat zwar ein Rederecht bei der Versammlung der Eigentümer, aber kein Stimmrecht. Vielen Dank fürs Zuschauen.